Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ich habe komischerweise eine Maus im Fadenkreuz, ja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt ist sie weg. Ja, aber in der letzten Folge haben wir eine private Taxifahrt. Ist es endlich die private Taxifahrt, die man machen soll? Weiß ich nicht. Gedingst, ja, Immobilienmanagement. Quasi eine Nebenmission für den Taxi-Club, kann man fast schon sagen. Und mir fällt auf, dass ich ein scheiß Taxi brauche. Ich brauche ein Taxi. Kann ich mir nicht eins beordern? Nur weil ich das jetzt gekauft habe, ist immer besetzt oder was soll der Scheiß, Alter? Ich brauche aber ein Taxi, sonst kann ich die Mission irgendwie schlecht machen. Glaube ich. Setz mir trotzdem mal einen Punkt. Kann ja einfach mal gucken. Vielleicht finde ich unterwegs einen. Oder vielleicht kann ich es auch ohne machen. Vielleicht wurde mir das schon eins bereitgestellt. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche aber ein Taxi. Alter, da ist eine Katze rübergerannt. Was ist mit dir los, Alter? Bisschen wie dämlich. Glaube schon. Dass der Katze rübergerannt, habt ihr das gesehen? Voll gefährlich. Katze. Ich glaube eher nicht, dass man hier ein Taxi findet. Vielleicht ist das Spiel so nett und setzt da automatisch ein Taxi in die Nähe der Mission. Dass da zufällig eins rumsteht, was man benutzen kann. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mir noch eins abholen da hinten oder was? Beim Taxiplatz. Was soll der Scheiß? Aua. Besorg einen Wagen für dich. Achso. Ah, toll. Jetzt schon getriggert. Boah, hier ist aber bestimmt keins. Mann, ich. Down on Capco, please. Und warum leckt das Spiel wieder? Seid ihr eigentlich kacke? Typi. Du siehst komisch aus. Wow. Kann ich mir nicht irgendein anderes Auto einfach nehmen? Ist das nicht egal? Mann, ich hab doch jetzt keinen Bock, hier irgendwie noch ein Taxi zu. Ich will nicht bis ganz nach San Andreas fahren, also Los Santos. Ist mir doch gerade zu blöd. Hier ist Trevors Haus. Hallo? Ja, wie denn, Alter? What the fuck, Alter? Ja, bam, tschüss. Finde ich ja witzig. Dass er jetzt mit uns spricht, obwohl er nicht mehr hier ist. Ja. Oh, es geht tatsächlich. Oh, jetzt haben wir nur 3 Minuten. Na gut, kann ich aber schaffen. Oh, oh, jetzt kommt Zug, als ob, Alter. So next time you blow chunks on a plane, you think of K-Wack. Come on, hit the gas, homie. You get me there on time, there's a big tip in it for you. You feel me? Ja, ja, ist ja gut. Vielleicht schon das P auf der Karte ja für private Taxifahrt, die ich jetzt mache. Ich glaube, das schaffe ich nicht, weil so ein scheiß Zug im Weg war. Wo muss ich denn hin? Das wird ätzend. Aber ich fahre auf der Autobahn, das heißt, da kriege ich ein bisschen Speed drauf. Aus dem Weg! Das Auto kommt aber auch kacke aus dem Arsch, das ist unglaublich. So, aus dem Weg hier. Alle aus dem. Boah, Alter. Ja, ist ja schön für dich. Arschloch. Gib Gummi. Das ist praktisch, dass ich gleich dann in Los Santos bin. Und dann schön die nächste Mission anfangen kann. Das passt ja gut, ne? Muss ich ja ganz einfach mal sagen. Können wir aber noch schaffen. Wir haben noch 2 Kilometer. Ein bisschen mehr. Wenn ich ein bisschen Gummi gebe jetzt. Gummi geben könnte. Nitro. Oh ne. Ist nur eine Hupe.
bei den Motorrädern bei GTA Online oder bei... Die sind sau voll, Alter, halt deine Schnauze. Dann kannst du nur noch eine zurückstecken. Aber das sieht gut aus. Also es wird knapp, aber wir schaffen das, glaube ich. Wir sind ja schon gleich in Los Santos hier. Ist schon unsere Abfahrt. Ausfahrt meine ich. Abfahrt. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt in der Stadt fahre, sind wieder mehr Autos unterwegs. Das heißt, ich kann nicht so schnell fahren. Ah. Ah, komm, schaffen wir. Oh, Alter, hört doch auf, mir alle in den Weg zu stellen, Alter. Was ist denn los heute? Wir fahren alle im Weg rum. Ist unglaublich. Ja, halt doch dein Maul, Alter. Ohne Spaß jetzt. Verpiss dich. Oh. Ey, ich werd bekloppt. Was habe ich denn gerade für ein Pech? Wie mir alle Autos in den Weg fahren. Und ich deswegen die übelsten Unfälle baue. Das ist unglaublich. Alter, jetzt aus dem Weg. Alter. I can't believe this. I asked for the best, and this is what they send me? You're getting your fare, not a cent more. Sehr gut. Ah. Toll. Und eine Errungenschaft, finde ich super. Freie Fahrt für betuchte Bürger. Du hast die London Cab Co. gekauft und eine private Taxifahrt abgeschlossen. Sehr schön. Zwei Errungenschaften an einem Tag. Oh. Da fühle ich mich doch toll. Oder machen wir jetzt erstmal die, weil es in der Nähe ist. Ach, leck mich doch. Wir wollen mal ein bisschen produktiver werden, ja? Dann muss man, ey, fahren. Und dann muss man dann halt auch mal, ne? Ihr wisst schon. Bestimmt kriegen wir jetzt noch mehr private Taxifahrten. Mal gucken, ob ich die alle erledigen muss für 100% oder für fremde Freaks. Ich glaube, das gucke ich nachher mal im Social Club nach. Wie viele es davon gibt. Wenn ja, müssen wir die wohl auch alle machen. Hm. Fällt wohl nichts drum rum. Oder jedenfalls ein Großteil. Mal wenigstens eine. So, kann ich mich noch an die Mission hier erinnern? Ich weiß es nicht. Okay. Unser Kumpel Beverly ist wieder hier. Hier. Steckt sich in einem Auto. Nee. In der Mülltonne? Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, wow, it's you. Hey, how's it going, homie? Yeah, hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. The fuck? Das war's schon? Das war's schon. Okay, schickt ihr mir jetzt irgendwas? Okay, irgendwas sagt er mir dann wahrscheinlich so, ey, du musst jetzt da und dahin. Wahrscheinlich schickt er mir wieder, SMS ist. Na gut, dann habe ich es halt getriggert, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. So, dann jetzt aber wirklich hier. Wir könnten dann eigentlich bei der Gelegenheit... Aha, ne, Rauschstreich, schon beide strömen die Menschen ins Rathaus. Kämpf den Mächtigen. Ah. Kampf den Mächtigen... Was? Ah ja. Das ist dann auch die letzte Mission von dem, glaube ich. Hey.
Aber nein, wir haben schon wieder viel zu lange keine Hauptquest gemacht. Aber das ist wie bei Rollenspielen. Irgendwie sind bei GTA die Sidequests viel interessanter. Weil man hier so viel machen kann. Ist halt einfach so geil. Tut mir auch etwas leid, aber... So ist das nun mal. GTA machen auch einfach die Sidequests Spaß. Wenn ich jetzt einfach nur strikt die Hauptquests durchmache, das ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig für euch. Von daher kümmern wir uns auch um Sidequests. Einfach damit ich euch mal zeigen kann, wie umfangreich dieses Spiel eigentlich ist. Weil ich glaube, es gibt noch kein Let's Play, das wirklich 100% gemacht hat. Also meins wird ja auch nicht 100%, ne, aber... Okay, was so viel gemacht hat, bestimmt auch schon, aber... Ist ja auch egal. Meins wird aber das längste werden. Ich glaube, wir werden weit über die 100 Parts hinausgehen. 200 werden es vielleicht nicht, aber... Es wird lange gehen, aber das ist mir absolut wert, weil dieses Spiel einfach großartig ist. Sag's mal, oh, so wird das Ereignis. Guck allein deswegen schon wieder. Ach, Geldtransporter, sagst du? Ich habe nur eine Granate, na dann. Kann ich eigentlich so einsteigen? Nicht da. Nee, geht nicht. Okay. Ich muss ganz dringend Granatenwerfer zu kaufen. Und Haftbomben. Mit allen. Dann kriegen wir auch mal diese Mission endlich hin. Und weil ich jetzt keinen Bock auf Böden habe, lass ich es lieber. Na, folgt ihr mir? Ist schön. Ist okay. Also interessiert mich auch gerade gar nicht. Wir müssen auch nochmal irgendwann mit Chop spazieren gehen. Das ist nämlich auch 100% relevant. Ja, aber das machen wir dann später, weil jetzt kann ich das, glaube ich, gar nicht, weil sofort die Mission hier getriggert wird. Schätze ich mal. Don't act like you don't know what it is, homeboy. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in a grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is it $7? I said something nice, not expensive. You want to be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, all right? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy, the boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come on, who is this fool, man? What is nigga? Man, just come home. Oh Mann, ist ja doch noch eine umfangreiche Mission, wa? Gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja alles easy. Where's this thing happening? Down Grove Street. Oh, ah, ooh, ah, oh shit, die Mission war nicht einfach. Die Grove Street, die kennen wir ja alle noch aus... Drive-by. Die kennen wir noch alle aus, San Andreas, die Grove Street, ja, da wo CJ gewohnt hat. Und ja, da dürfen wir jetzt ein bisschen ballern. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ich habe euch die ja schon mal gezeigt, die Groves. Sieht ja ein bisschen anders aus als in San Andreas. Aber man erkennt es. Jetzt hat er immer noch diesen Kreise hier. Da wohnt ja auch CJ, glaube ich, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich habe San Andreas nicht so viel gespielt. Oder wohnte der da? Ne, wo wohnt ihr auch noch hier? CJ und...
Wie sind noch alle Ryder? Und Smoke. Courier service. Packages to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. About a taste. No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Oh, natürlich. Natürlich. Kann ich jetzt eigentlich zu Trevor wechseln? Kann ich tatsächlich. Ist ja cool. Aber gar nicht nur... Ah, leck! Moment. Das Spiel hat sich wieder. Alles klar. Diese heiße... Fraps. Jedenfalls so fast. Ey, sie lecken das jetzt so ein bisschen. Ich habe gerade eben noch Rohaufnahmen gelöscht. Daran liegt es nicht. Oh ja, ich surfe erstmal ein paar... Bellas töten, beziehungsweise eigentlich sind das keine Bellas, das ist doch die Grove Street. Warum müssen wir die jetzt umbringen? Warum? Na gut, wir haben uns mit einem angelegt, ich gebe es ja zu. Jetzt sind wir wahrscheinlich auch aus der Grove Street raus. Ach ja, ist das nicht alles schön? Ich finde das ätzend. Man, das ist echt so eine blöde Angewohnheit von mir, immer nachzuladen, sobald ich jemanden erledigt habe. Muss ich mir mal abgewöhnen. Nur wenn wirklich ich mal Zeit habe. Also, ich kann auch hier bleiben bei dem Typen. Wenn ich fast sterbe, dann ist es schlau, zu Trevor zu wechseln. Weil dann kann sich der schon mal reanimieren in der Zeit. So wie jetzt zum Beispiel. Lag. Warum? Ach ja, ist Fraps nicht schön. So, ich habe mir kurz gewechselt. Lieber gerade mal kurz die Aufnahme beendet, bevor das ganze Spiel gleich nur abstürzt. Und da passiert's wieder. Alter, was ist gerade los? Da fuck, Alter, ich hab... Ist wieder Fraps. Ist in letzter Zeit zwar ganz treu, aber so kleinere Ausfälle hat es dann doch immer mal wieder. Ich würde ja gerne die X-Tory benutzen, aber nö. GTA muss aber ja abstürzen. Sobald ich das benutze. Tut mir auch wahnsinnig leid. Aber so ist es nun mal. So, ein bisschen Kohle hier mitnehmen. Ja, oh! Ganz easy. Boah, ist echt alles voll, ey. Scheiß doch die Wand an. Und 3 Sterne. Hm. Ich glaube, gleich kommt noch die Flucht, ne? Oh. Warum sind Missionen immer so lange? Ich denke mir so, ach ja, komm noch eben schnell die Mission hier. Machen wir noch einfach. Und was ist? Wieder so eine Scheiße, Alter. Oh, schon Bullen abknallen oder was sagst du? Ein bisschen dämlich. So, Zufällig sind da genau 3 Jetskis. So, wollen wir erstmal schießen hier. Geh doch runter, Olle. Oder auch nicht. Die Olle ist da noch drauf. Egal, oh, Moment, da muss ich aber wechseln hier. Los, mach sie platt, Mann. Ich kann gerade nicht. Aua. Muss ich doch wieder alles machen hier. Oh. Oh. Die ist tot. Na Mensch, du. Oh.
So, das war wieder Stretch, ne? Wo müssen wir überhaupt hin? Das weiß auch keiner, glaube ich. Mann. Aua. War was? Gar nichts gesehen. Wo müssen wir denn hin, Mann? Ging die Bullen ab. Okay. Ist okay. Trennen wir uns, ja? Muss ich jetzt... Ach, egal. Ich glaube, hier gab es dann auch gleich die coole... Die coole Bonus... Was heißt Errungenschaft? Aber halt so die, die den... Ihr wisst schon, wenn man eine Mission macht, diese besonderen Aufgaben, die man hat. Gibt's gleich einen mit einem coolen Titel, ja? Ihr werdet schon sehen. Na? Tja, die sind wohl tot. Ah, macht nichts. So, dann noch mehr. Das ist mir schwer, die zu treffen. Deswegen lassen wir es auch lieber. Und hauen einfach nur ab. Wobei es ziemlich schwer werden könnte. Ich habe aber auch keine gescheiten Waffen. Bisschen blöd. Mann, du Kakeli. Alter, was machst du denn da? Okay, er zieht schon ab. Hat keinen Bock mehr. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass er uns da rechts nicht sieht. Deswegen wollte ich gerade eigentlich ein bisschen nach links ziehen, aber mein Disc senkt sich. Nö. Warum auch? Brauche ich ja nicht. Okay, es könnte jetzt aber schon die Flucht bedeuten. Und das sieht auch sehr so aus. Finde ich gut. Da muss ich da bestimmt noch irgendwo hinfahren. Oh. Oh oh. Och nö. Oh nö, jetzt werde ich gesehen. Na super. Doch nicht. Alter Vater. Das war mal dezent knapp. Los, meine. Ah, alles klar. So, war das hier? Nee, doch nicht. War doch nicht hier die Bonusmission. Okay. Kopfschüsse, jawohl. Hä? Okay. Geschafft den Scheiß. Finde ich super. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt in mein Haus gehen würde. Oh, das war jetzt ein bisschen dämlich, weil ich eigentlich noch an Land muss. Na gut, wir werden aber einfach wegsehen bis zum nächsten Mal. Dann hat Franklin sich schon automatisch irgendwo hinbegeben. Hey Kumpel! Ich hab ein paar Gerüchte über Promis gehört, Gelegenheit mit Bildern Dekode zu machen. Habt ihr die Liste der Orte geschickt? Oh. Tja, irgendwie will Fraps heute sowieso nicht mehr so richtig. Ja, ne, wenn ich Leiflisse von Prominenten. Habe ich jetzt hier so wieder so Karten? Naja. Na toll, muss ich alle noch machen. Und das Spiel stürzt ab gerade irgendwie so halb. Leute, deswegen mache ich die Verabschiedung jetzt einfach mal ohne Spiel. Komm. Was soll's. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann mal Mission machen. Mal wieder irgendwas. Kriegen wir schon hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.